Straßenkämpfe in Südafrika Anfang 1990. In den Johannesburger Townships kämpften bewaffnete Anhänger verschiedener politischer Organisationen um die Macht. Allen voran Sympathisanten des African National Congress, der Anti-Apartheid-Bewegung Nelson Mandelas. Daneben die Inkatha, eine Organisation der nationalistischen Zulu-Bewegung. Momentaufnahmen eines brutalen Bürgerkriegs im Schatten der Apartheid, dokumentiert von einer Gruppe junger weißer Fotografen, besser bekannt als Bang Bang Club. Greg Marinovich ist einer von ihnen. Er erinnert sich. Die Inkatha-Leute trafen in einem der Hostels auf diesen Jungen, von dem sie behaupteten, er habe auf sie geschossen. Irgendwie gelang es ihnen, in seinen Schlafraum zu gelangen. Er rannte davon. Ich hinterher. Und sie brachten ihn um, mit allen möglichen Waffen in der Hand, mit Stöcken, Speeren und so weiter. Ich war ganz nah dran und fotografierte das Ganze. Mitten im Geschehen hielten die Fotografen in schonungslosen Bildern einen Bürgerkrieg fest, den die Welt in dieser Intensität sonst nicht wahrgenommen hätte. Kevin Carter, Greg Marinovich, Joao Silva und Ken Oosterbroek riskierten ihr Leben. Joao Silva erinnert sich an die Arbeitsbedingungen, die der Gruppe auch ihren Namen gaben, The Bang Bang Club. Wir waren sehr aufgeregt, wenn wir einer gefährlichen und hochexplosiven Situation entkommen waren und die Fotos in Händen hielten. Und wir hatten überlebt. Wir sagten uns, cool, Wahnsinn, sieh dir die Bilder an. Und ehrlich gesagt, man fühlt sich nie lebendiger, als wenn man gerade dem Tod entronnen ist. Diese Bilder gingen um die Welt. Der mutmaßliche ANC-Sympathisant Linshaye Tshabalala wird von den Anhängern der Zulu-Partei Inkatha drangsaliert und brutal ermordet. 1990 gewann Greg Marinovich mit dieser Fotosequenz den Pulitzer-Preis für Spot News. Auch während der Unruhen im Johannesburger Township Tokosa am 18. September 1994 waren die Mitglieder des Bang Bang Clubs im Einsatz. Aber Soldaten der National Peacekeeping Force, einer schlecht ausgebildeten Sicherheitstruppe, fühlten sich von ihnen bedrängt. Greg Marinovich wurde in die Brust geschossen, Ken Oosterbroek sank schwer verwundet zusammen. Silva hielt auch diesen Moment mit der Kamera fest. Die Fotografen verließen ihre Deckung und schafften ihre verwundeten Kollegen in ein Auto. Am darauffolgenden Tag war Oosterbroek tot, Marinovich lag schwer verletzt im Krankenhaus. Der Kampf auf den Straßen tobte weiter. Silva fotografierte, er arbeitete wie ein Besessener, um zu vergessen. Doch das Gefühl der Unverwundbarkeit war verloren. Angst, Wut und Depression bestimmten fortan das Leben der Fotografen. Kevin Carter nahm sich wenige Monate später das Leben. Als Joao mir die Nachricht überbrachte, Kevin habe sich das Leben genommen, war ich so wütend auf ihn. Wieso hat er das gemacht? Aber jetzt, nach vielen Gesprächen mit Freunden und einigem Nachdenken, tut es mir leid für ihn. Und ich bin traurig darüber, dass er seinem Leben ein Ende gesetzt hat, dass er das getan hat. Er war ein wundervoller Mensch. Greg Marinovich und Joao Silva versuchen sich heute aktiv mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Im Jahr 2000 haben sie ein Buch über den Bang Bang Club und den Bürgerkrieg in Südafrika veröffentlicht. Und beide setzen ihre Arbeit fort. Vor Ort, in den Townships von Südafrika.